Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf. Zu einem Pferdekauf von unserem neuen Welsh Pony vom Bay Rowan. Und zwar hier von unserem kleinen Tino hier. Den habe ich gerade frisch organisiert und ich zeige euch jetzt die Gangart, die Frisuren und was es alles Wichtiges über den Bay Rowan, über das neue Welsh Pony zu wissen gibt. Kommen wir zuallererst mal zu den Gangarten und zu dem großglubschigen kleinen Pony, was wirklich mega cute aussieht. Und gerade diese Farbe, der Bay Rowan, den mag ich sehr, sehr gerne. Und wenn wir uns diese Gangarten anschauen, finde ich, macht er wirklich ordentlich was her und gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Und während wir jetzt nochmal uns das alles zusammen anschauen, schalten wir in den höchsten Gang. Und gerade da bin ich, wirkt das Pony auch richtig, richtig fix. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie es am Ende dann auch so in dem einen oder anderen Ponyrennen macht. Kommen wir mal zum Bremsen und zur speziellen Gangart. Denn auf die Leertaste hupst unser kleines Pony so ein bisschen an Ort und Stelle. Hier kommen wir zum Steigen. Und auch nochmal zum Rückwärtsgang. Und natürlich nicht vergessen auch nochmal zum Sprung, den ich persönlich gerade wegen dem Austreten nach hinten während des Springens eigentlich wirklich richtig, richtig gut gemacht finde. Eure Meinung dazu natürlich gerne in die Kommentare. Während wir uns jetzt aber aufmachen zum Friseur, und ja, ich weiß, ich gehe irgendwie immer wieder zu Steve, das ist irgendwie bei mir so meine Marotte, deswegen werden wir uns jetzt gleich noch zusammen die Frisuren anschauen, reden wir ein bisschen über die Infos über die Pferde. Als erstes, sie kosten 800 Starcoins, ihr kauft sie beim Einsiedler, braucht dabei beim Einsiedler den Ruf freundlich. Außer natürlich, ihr wollt den Schimmel, denn der weiße Schimmel befindet sich auch in Forpinta. Und wir gucken uns, bevor wir uns die ganzen Frisuren angucken, auch nochmal die anderen Färbungen an, die ihr derzeit im Spiel erwerben könnt. Und dann machen wir uns auf zum Einsiedler und direkt hier vor seiner Hütte stehen die anderen Farben. Hier neben unserer Farbe steht auch nochmal der Formschöne in Schwarz, der übrigens hier unter seiner Mähne nämlich ein Herz versteckt hat. Übrigens hat unserer da auch noch was versteckt, was wir uns aber gleich anschauen werden. Hier haben wir noch die drei anderen Farben, die danach noch offen sind. Und wir machen uns gleich noch nach Forpinta, denn dort steht ja immerhin auch noch der letzte. Angekommen in Forpinta sehen wir hier noch den letzten des Welsh Ponys Typ B. Und so sieht der Gute dann nämlich noch aus, hat richtig schöne Augen und ist, wie ihr seht, schon ein Stärkepferd. Das heißt eigentlich ein kleiner Springer, aber natürlich durch seine Größe da noch ein bisschen auch in dem Bereich benachteiligt. Wir können gespannt sein, wie das Ganze dann final abschneiden wird. Schauen wir uns die Frisuren an und da hat das Pony tatsächlich einige Frisuren mitgebracht. Es hat einmal die Zöpfe in lang und in kurz, drei kurzgeschorene Mähnen, einen davon den Iro und zweimal die Mähne in sehr, sehr kurz. Und da seht ihr dann nämlich auch dabei, dass das Pony oben unter seiner Mähne nämlich doch nochmal eine coole Kopfzeichnung versteckt hat, die nämlich richtig cool ausschaut. Also ich bin da immer noch sehr unschlüssig, gerade bei natürlich bei dem Schwarzen würde ich eigentlich sehr, sehr gerne dann, wenn ich mir das holen würde, da das Ganze zeigen, denn natürlich ist das, macht das Herzchen da ganz gut was her. Kommen wir aber zu meinem Fazit und ich muss sagen, es hängt, dass das Pony ja schon eher am oberen Preissegment sich ansiedelt mit 800 Star Coins, hat aber durch die besondere Gangart und durch wirklich viele kleine Feature, wie auch die deutlich mehr Mähnen, die es hat gegenüber den anderen Pferden, schon einiges zu bieten.
Ich persönlich finde es aber dennoch mit 800 Starcoins eher teuer für ein Pony, bin aber da auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Allem in allem aber ein sehr schönes Gesamtpaket, auch wenn das Ganze irgendwie ein bisschen unproportioniert ausschaut. Ja, es ist ein Pony, aber irgendwie finde ich, dass teilweise die Augen und die Kopfproportionen ein bisschen zu groß geraten sind. Trotzdem gefällt es mir aber sehr gut. Ich sage danke fürs Zuschauen und bin gespannt, wie ihr meinen kleinen Tino findet und was ihr zum neuen Welsh Pony sagt. Und bis dann zum nächsten Mal und heute Abend 18.30 Uhr zum großen Welsh Pony Level. Bis dann. Ciao, ciao.